Du willst gut aussehen und einen durchtrainierten Körper haben, viel Geld verdienen, morgens früher aufstehen, eine glückliche Beziehung führen und grundsätzlich besser werden. Du bist kurzzeitig halt voll motiviert, legst auch Vollgas los und dann lässt die Motivation irgendwann nach und deine Ziele bleiben einfach nur eine Wunschvorstellung. Damit das nicht passiert und deine Motivation nicht nachlässt und du deine Vorsätze auch wirklich durchziehst, gibt es heute ein paar Tipps. Erstens, starte direkt, aber langsam. Der erste Schritt ist immer der wichtigste Schritt. Und deshalb ist es auch unfassbar wichtig, dass dieser erste Schritt gemacht wird. Vielleicht kennst du die Situation, du hast vielleicht eine riesengroße Aufgabe oder ein riesengroßes Projekt vor dir mit einem unglaublich großen Workload. Du könntest fast rückwärts vom Stuhl fallen und du möchtest gar nicht erst anfangen. Aber wenn du den ersten Schritt gegangen bist und erstmal den ersten kleinen Step machst, kommt der Rest einfach wie von alleine ins Rollen. Und du fragst dich jetzt möglicherweise, ey, Korte, ich will alles super schnell abarbeiten und erledigen und alles raketenschnell durchziehen. Und du kommst mir jetzt in die Ecke und sagst, starte direkt, aber langsam? Ja, genau, denn da liegt auch der Hase im Pfeffer begraben. Deshalb sind auch die Fitnessstudios am Anfang des Jahres komplett überfüllt und nach 3 Monaten hat sich das alles wieder relativiert, weil die Leute einfach zu schnell zu viel wollen. Und dann passiert Folgendes, ja, dein Körper zum Beispiel im Fitnessstudio ist daran gar nicht gewöhnt, du gehst volle Kanone zum Fitnessstudio und auf einmal merkst du, dein Körper kann das gar nicht aushalten und danach sagst du, boah, auf gar keinen Fall, nie wieder Sport, eine Vollkatastrophe, mache ich nie wieder. Heißt, starte direkt, aber erhöhe das Tempo, Step by Step, langsam, aber sicher. Dann spürst du auch viel besser die Progression, dann fühlst du einfach dein persönliches Wachstum, egal ob Fitnessstudio oder sonst was. Du fühlst einfach, du wächst Schritt für Schritt heran und das motiviert dich dann auch viel mehr und macht dich nicht erschöpft. Zweitens, Ziele immer wieder aufschreiben. Und die Betonung liegt hier auf immer wieder. Und am besten machst du das schriftlich, ja, mit einem Blatt Papier oder einem Buch und einem Kugelschreiber und nicht am Laptop oder so. Denn wenn du nämlich deine Ziele wirklich schriftlich festhältst und das am besten jeden Morgen auf einem Blatt Papier, dann manifestierst du deine Ziele auch wirklich in deinem Kopf und das wirkt viel, viel besser, als wenn du dir nur irgendwelche Moodboards anschaust oder wenn du es nur im Laptop reinschreibst. Heißt, jeden Morgen deine Ziele immer wieder aufs Neue aufschreiben. Drittens, visualisieren. Stell dir deine Ziele bildlich vor. Ja? Schließ deine Augen und stell dir vor, du erreichst deine Ziele. Was hast du für ein Gefühl, wenn du alle deine Ziele erreicht hast? Wie fühlt sich das für dich an? Zu 100% richtig gut und richtig motivierend. Und genau dieses Gefühl brauchst du. Du musst halt die Motivation durch dieses Gefühl holen. Stell dir vor, wie du deinen Traumkörper hast. Stell dir vor, wie du deine Traumfrau heiratest. Stell dir vor, wie du deine Familie gründest. Stell dir vor, wie du deinen Traumjob erlangst. All das wird dich so krass motivieren, wenn du es dir vorbildlich vor Augen vorstellst und diese Bilder immer größer machst und dann bleibst du motiviert und ziehst jeden Vorsatz durch. Viertens, einen Vertrag schließen. Was meine ich damit? Du musst dich dazu verpflichten, deine Ziele auch einzuhalten. Bedeutet, du kannst zum Beispiel einen Vertrag mit dir selber schließen. Ja, du sagst zum Beispiel, hey, ich will jeden Monat 100 Kilometer laufen. Dann setzt du einen Vertrag auf, ja, schreibst da rein, du verpflichtest dich dazu, jeden Monat 100 Kilometer zu laufen. Und falls das nicht passiert, kannst du auch eine Vertragsstrafe reinschreiben, damit du auch unter Druck bist, ja, und dazu verpflichtet bist, deine Ziele auch einzuhalten. Und wenn du es nicht machst, dann tut es weh, ja, dann musst du auch eine passende Vertragsstrafe da reinsetzen. Ich weiß, Leute, das funktioniert nicht bei jedem. Wenn das bei dir zum Beispiel auch schlecht funktioniert, ja, und du dich manchmal vielleicht selbst ein bisschen betrügst, machst du Folgendes. Du sagst deinem besten Freund dein Ziel, was du vorhast, ja, und schließt mit deinem besten Freund den Vertrag, ja, und machst da vielleicht eine Vertragsstrafe, damit du auch wirklich zu 100% committed bist, deine Ziele verpflichtend auch zu erreichen. Und wenn du noch mehr Pressure haben willst, ja, wenn du noch mehr Druck brauchst, dann machst du das einfach in der Gruppe, ja. Sag einfach einer Gruppe deine Ziele. Mach deine Ziele öffentlich, ja. Ihr wisst ja, mit Druck werden Diamanten erzeugt und wenn du in der Gruppe deine Ziele öffentlich machst, hast du richtig Druck und dann wirst du einen Diamanten schleifen. Fünftens, Perspektivwechsel. Was meine ich damit? Wir Menschen ticken relativ einfach in vielerlei Hinsicht. Wir finden eine Aufgabe nur interessant, wenn sie uns direkt jetzt im aktuellen Moment was bringt. Und eine andere Aufgabe, die uns vielleicht nicht direkt was bringt, die ist eher, sagen wir mal, uninteressant. Bestes Beispiel, Social Media und ein Buch lesen. Social Media bringt uns direkt jetzt was. Ja? Wir wollen direkt wissen, was geht denn draußen so ab. Ja? Wir wollen direkt irgendwas konsumieren. Ja? Und direkt das Gefühl haben, wow, wir wissen jetzt Bescheid, was draußen abgeht. Ja? Wir erfüllen direkt im Prinzip den Need eines Gefühls. Beim Buch ist es eher schwieriger, denn beim Buch ist es ja so, wir müssen das Buch komplett durchlesen, das dauert auch eine Weile, wir werden halt nicht sofort entertained, sondern das dauert ja auch ein Weilchen, bis wir alles durchgelesen haben und bis wir alles verinnerlicht haben. Und dann, was passiert dann? Wir entscheiden uns wahrscheinlich eher dann für Social Media anstatt für ein Buch. Wenn wir aber jetzt rauszoomen aus dieser Perspektive und das Ganze mal aus einer Adlerperspektive betrachten, dann wissen wir, das Buch zu lesen bringt uns viel mehr. Denn was gestern auf Social Media war, das interessiert in 4 Wochen niemand mehr. Aber das Buch über Persönlichkeitsentwicklung, ja, das könnte dich langfristig definitiv weiterbringen. Sechstens, ich habe ja am Anfang gesagt, dass der erste Schritt der schwierigste Schritt ist. Und damit du einfacher ins Handeln kommst und einfacher den ersten Schritt machst, führe ein Mantra ein.
oder ein Auslöser. Wenn du nämlich einen Auslöser mit einer Aktion verbindest, dann kommst du viel, viel einfacher ins Handeln. Was meine ich damit? Du sagst es zum Beispiel morgens, du kannst schlecht aufstehen, aber du sagst dir dann 3, 2, 1, ich pack das, ich stehe auf und du stehst auf. Oder du sagst dir 3, 2, 1, ich mach mein Bett und du machst mein Bett. Du sagst dir 3, 2, 1, ich pack das und du machst dein Workout. Bedeutet, du hast einen Auslöser, 3, 2, 1, ich pack das und du machst dann direkt. Ja? Du denkst dann nicht mehr lange nach, ja? Wer denkt, verliert, sondern du sagst dein Mantra, dein Auslöser, wie auch immer und dann kommst du ins Handeln. Und das machst du immer und immer und immer und immer und immer wieder. Das bedeutet, du konditionierst ebenfalls dein Gehirn und dein Unterbewusstsein darauf, dass sobald du dieses Mantra, diesen Auslöser sagst, dir vorsagst, direkt ins Handeln kommst. Leute, das bewegt Wunder. Und dann ist es oftmals so, dass viele Dinge, wo man gedacht hat, wow, das ist aber richtig schwierig, ein ganz großes Problem, dann locker flockig von der Hand gehen. Also Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Video nicht nur so ein bisschen motivieren, sondern auch vielleicht auch einen Anreiz geben, eure Ziele wirklich durchzuziehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall maximale Erfolge. Zieht eure Vorsätze durch. Denkt dran, ihr packt das.